Hallo lieber Stier und willkommen zu deiner Tarot-Kartenlegung, deiner Tarot-Botschaft für die erste Monatshälfte im Oktober, also den Zeitraum vom 1. bis 15.10. Ich bin Daniela und wir schauen hier zusammen in die Karten und ich habe hier den großen Lehrer gezogen und der große Lehrer sagt, lerne aus spirituellen Erfahrungen. Und je nachdem, wie weit unsere Bewusstseinsentwicklung schon fortgeschritten ist, können wir natürlich alle Erfahrungen in unserem Leben auch als spirituelle Erfahrungen wahrnehmen. Ja, weil ja das Spirituelle doch auch allem irgendwo innewohnt. Und wir schauen weiter für den Stier. Und ich habe hier die Grenzsteine gezogen. Verhandlungen, Verträge und Kommunikation. Das hat etwas damit zu tun, dass wir unsere eigenen Grenzen ausleuchten. Also möglicherweise ist das Thema Grenzen, Grenzüberschreitungen in irgendeiner Form ein Thema für dich in dieser ersten Monatshälfte. Wir schauen einfach mal weiter, was die Tarotkarten im Stier zu sagen haben. Ich ziehe wieder drei Karten. Die erste zeigt die Aufgabe oder Herausforderung, um die es hier geht. Die zweite den Rat der geistigen Welt. Und die dritte ein mögliches Ergebnis. Also ich sehe hier erstmal eine Riesenchance. Fruchtbare fließende Energien. Hier auch wieder diese Begrenzungen, ja? Und eine Erkenntnis. Der Turm kann immer mal eine positive Erkenntnis sein. Ja, der wird oft so als schlechte Karte in die Ecke gestellt. Aber theoretisch haben wir auch hier in der 4 der Münzen im Tarot von Crowley den Turm in einer Ansicht von oben. Und der Turm, der wird hier aufgebaut. Und der Turm dient hier in dieser Legung auch als Begrenzung. Ja, das hier sind Grenzsteine, die einerseits hier ein Grundstück begrenzen und andererseits auch ein Gebäude begrenzen. Und derjenige, der sich in diesen Mauern des Turmes befindet, der ist sicher. Ja. Und von einem Turm an sich, wenn man oben auf einem Turm steht, dann kann man auch immer weit schauen. Das heißt, wer weit schauen kann, wer von oben schauen kann, der hat auch die Möglichkeit, Erkenntnisse zu ziehen, ohne dass alles in sich zusammenstürzt. Wir schauen weiter. Wir haben hier den Prinz der Münzen. Auch wieder eine Karte für Chancen, Möglichkeiten, Türen, die sich öffnen. Ja, auch möglicherweise positive Nachrichten, die in dein Leben kommen, die dich wachsen lassen. Ja, die auch das Fundament, die ein Fundament in der Erde verankern. Das ist das, was ich auch noch bekomme für den Stier. Der Stier ist ja generell ein sehr bodenständiges Zeichen. Und in diesen zwei Karten geht es auch darum, dass dieser Turm auf einem stabilen Fundament steht, dass die Energien, die hier zu dir fließen wollen, die Segnungen, das, was in dein Leben kommt, einfach bei dir bleibt und nicht gleich im Außen wieder verschütt geht, weil andere Leute die Energie abziehen oder weil du zu großzügig bist mit den Dingen, die du meinst, im Überfluss zu haben. Also dieser Schutz von dir und deiner Energie und deinem Geld und allem, was du so hast hier auf der materiellen Ebene, das ist was, das sehe ich hier als ganz, ganz wichtig an und auch ein genaues Hinschauen, ja. Der Prinz der Schwerter ist immer jemand, der lernt zu erkennen, der lernt auf den Boden der Tatsachen zu schauen, ja, ohne sich von seiner Begeisterung hinreißen zu lassen. Und wenn du zurückschaust auf dein Leben und dein Leben aus einem spirituellen Blickwinkel betrachtest, dann wirst du ganz oft sehen, welche Lektionen die Dinge in der Vergangenheit bereitgehalten haben, was du quasi in der Vergangenheit schon gelernt hast. Das ist auch das hier mit dem Turm. Und es geht darum, die Lektionen aus der Vergangenheit aus spirituellen Sichtpunkten zu betrachten und eben jetzt ein intaktes Grenzsystem zu entwickeln, damit die Dinge, die neu in dein Leben kommen,
bei dir bleiben und du nicht wieder die gleichen Fehler wiederholst, die du in der Vergangenheit gemacht hast. Ja, deswegen sagt der große Lehrer, und der große Lehrer, der sitzt immer tief in uns selbst. Der große Lehrer sagt, lerne aus der Vergangenheit. Betrachte die Dinge spirituell und wachse so weit, dass du die Fehler der Vergangenheit nicht wiederholst. Also auf gut Deutsch könnte man auch einfach sagen, mach nicht den gleichen Fehler nochmal. Und dann haben wir hier die 8 der Münzen. Die 8 der Münzen, die hat immer damit zu tun, dass wir an etwas arbeiten. Und was ich jetzt gerade hier auf dieser Karte auch ganz schön finde, ist, dass auch hier wieder ein Turm gebaut wird. Ja, es geht darum, Dinge aufzubauen und dir zu überlegen, wer ist an deiner Seite? Wen lässt du hier in dieses Fort hinein? Ja, wer darf deine Grenzsteine überschreiten? Wen lädst du ein und wen lässt du lieber draußen? Und so ein Turm, damit ein Turm wirklich in die Höhe wachsen kann und stabil steht, ohne dann wieder einzubrechen, ja, und darum geht es hier in dieser Legung, dass dieser Turm, das, was du aufbaust, auf einem sicheren Fundament steht und auch anständig nach oben gebaut wird, sodass der Turm eben nicht einstürzt. Und möglicherweise bedarf das auch, dass du Verträge abschließt, dass du kommunizierst, dass du verhandelst über manche Dinge, was auch immer das eben, das ist ja symbolisch, was auch immer das eben für dich persönlich in deinem Leben berührt, damit du weißt, dass das, was du aufbaust, sicher ist. Ja, innerhalb dieser Grenzsteine sicher aufgebaut werden kann. Ohne Rückschläge, ohne Einbrüche, ja, auch auf der Essenz deiner Erfahrungen aus der Vergangenheit, aufgrund von dem, was du gelernt hast. Und auch für dich habe ich hier das Känguru gezogen. Das Känguru sagt, sei eine Kraft für das Gute. Und was bedeutet das? Sei eine Kraft für das Gute. Das bedeutet, dass du die positiven Energien in deinem Leben verstärkst, dass du die positiven Energien, die wir hier auch sehen im Ast der Kelche, dass du sie nährst, dass du schaust, dass sie nicht verpuffen, dass du schaust, dass sie nicht versickern, sondern dass du Sorge dafür trägst, dass die positiven Energien in deinem Leben sich multiplizieren und weiterentwickeln und nicht die gleichen Fehler machst wie in der Vergangenheit. Ja, lieber Stier, soweit ein Blick in die Karten für dich für die erste Monatshälfte im Oktober. Ich hoffe, die Legung war dir hilfreich, konnte dich ein bisschen inspirieren und motivieren. Wie immer freue ich mich riesig über Likes und Kommentare und auch über Kaffee und Super Thanks. Wünsche dir alles Liebe, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.